skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom. Herzlich willkommen zurück hier bei Raft. Nachdem ich gerade eine ganz kleine Pause gemacht hatte, habe ich vergessen, auf Pause zu drücken. Dementsprechend gehen wir jetzt nicht zu der Ende, zu dem kleinen Inselchen, sondern versuchen erstmal zu überleben. Ich habe nämlich voll vergessen, dass man hier Pause drücken muss. Ja, letzte Folge haben wir eine weitere Insel ein bisschen entledigt an Erzen daneben und Sand und sowas. Haben auch mal angefangen, jetzt sowas hier zu bauen. Da werden wir jetzt mal Ananas und Melone einpflanzen. Zumindest da erstmal nur Ananas. Haben wir davon genug? Ja. So, die zwei kommen weg. Die pflanzen wir da jetzt mal ein. Also hoffen wir mal, dass jetzt die dämlichen Viecher dann nicht herbeigehen werden. Ich bin mir da nämlich gar nicht so sicher. So, aber davon würde ich gerne heute auch noch eine zweite bauen. Das wäre zumindest ganz cool. Oh, ich sehe auch schon die nächste Insel. Wollen wir, wollen wir nicht. Eigentlich können wir heute mal wieder ein bisschen hier auf Reisen gehen, ne? Letzte Folge waren wir eher da dran. Dass wir heute mal wieder so ein bisschen unser Floß weiterbauen. Ich hoffe jetzt, dass wir jetzt auf ein weiteres Stück Schrott oder zwei, ne? Warte mal. Planken ist ja kein Problem. Die sollten wir nicht überall kriegen, genau. Aber der Schrott fehlt ja jedes Mal. Können wir nur hoffen, dass wir heute richtig gute Fässer an Land ziehen. Oder ans Floß, je nachdem. Und wir uns dann noch eine weitere Anbaufläche leisten können. Das ist nicht euer Ernst. Okay. Dann halt eine Vogelscheuche. Ist okay. Kommen wir dazu. Die schnappen sie also wieder. Kann man noch gegen Möwen tun. Außer man einen Bogen oder so, aber. Problem ist ein Bogen, dafür brauchen wir halt die Schmelze, um uns mal diesen Glibber zu verarbeiten. Dürfen wir doch mal daran? Nee. Nein, heute nicht. Wir gehen mal davon aus, wir ernten das aber gleich. Jetzt hierzu. Haben das da offen. Oh, warte mal, hier ist ein Fass. Flanken platzieren. Hier oben am besten auch mal. Überall noch gucken wegen Holz. Gut. Überlegen wir mal drauf. Die liegt uns gerade eh nur im Weg. So, noch eine größere Kiste haben wir uns für den Kunststoff gemacht. Aber auch die ist bald voll. Also ich weiß bald echt nicht mehr wohin, ne? Ich bin einfach echt überfragt. ich weiß langsam wirklich nicht mehr. Genau, also hier gehen jetzt zum Beispiel jetzt keine Viecher mehr bei. Ich würde gerne eigentlich hier auch nochmal Dächer drüber bauen. Aber auch dafür brauchen wir natürlich wieder Schrott, ne? Eine ganze Menge. Das heißt, wir müssen die Insel auch in diese Richtung nochmal erweitern. Ey, man, können wir es doch nicht mehr steuern. Jetzt müssen wir echt mal langsam anfangen. Ach, du dämliches Vieh. Aha. Wir haben das erste Mal eine Möwe getroffen. Wir müssen echt mal gucken, wie wir jetzt das hinkriegen, mal ein bisschen weiterzukommen. Dafür ist halt dringend eine Schmelze notwendig eigentlich.
Göttchen, ich würde auch gerne eine größere Koch- und Trinknische haben. Also Trinken ist vor allem sehr, sehr wichtig. Forschen müssen wir. Jeden Fall den Glibber. Federn sind auch wichtig. In der Hängematte. Okay, ist besser als ein Bett. Wir brauchen eine Leiterplatte. Ah, ich weiß nicht, also. Wir müssten dann gleich mal weiterkommen, ne? Dafür brauchen wir dringend einen Ofen. Haben wir auch den Bogen. Kletterpflanzenkleber. Brauchen wir einen Bogen. Brauchen wir den Dings für. Oh, wir kommen da auf was zu. Wir kommen da auf was Interessantes zu. Und hepp. Boah. Sauberer Wurf. Auch den. Und hepp. Den kriegen wir auch. Ideal. Auf die Insel schwimmen wir gerade sogar genau zu. Ist er nicht mutig? Alter. So, Platz haben wir, ne? Ja, genau. Dann gehen wir kurz hoch, mal eben die Kartoffel reinschmeißen in den Ofen. Und dann werden wir mal weiterschauen. Mal schauen, was wir hier schönes finden werden. Einfach eine Vogelscheuche drauf. Ah, mal gucken, ob es gut geht. Holz und Glas. Ein Glas bekommen. Krass. Können wir doch mega gut mal forschen, ne? Haben wir jetzt gelernt? Fortschrittliche Reiniger. Ui. Sehr cool. Holzen hatten wir schon. Jawohl. Mal gucken. Der braucht auch Glas. Gott, aber gerade ein mega kleiner Leck. Eieiei. Hier kann jetzt mal das rein, das rein. Gut. Gar nicht so schlecht. Aber doch nichts zu sehen hier. Nur Wasser, ne? Mal pennen gehen. Trinken haben wir alles da. Essen auch. Lassen wir so ein bisschen. Erstmal sterben. Essen ist auch noch ein bisschen was da. Nicht dein Ernst, Mann. Tja. Sorry, Boy, aber irgendwann ist auch Ende, ne? Aber auch die dreimal stechen, ne? Schon irgendwie krass. Wir können das mal hier, guck mal. Oh, Hühnerkeule. Hatten wir auch noch nicht. Können wir gleich mal dafür sorgen, dass wir auch mal noch mal einen neuen Speer haben. Speer, 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 da. Falls eine kaputt geht. Also jetzt. Wir sind immer gut vorbereitet, ne? Da kann euch keiner was sagen. Ach,
Ja, so, wo waren wir gerade bei? Genau, Federn. Können wir gleich auch nochmal erforschen. Das war unsere erste Möbel, die wir erlegt haben. Nicht übel. Feder. Ein Pinsel und eine Hängematte. So, wo rein damit? Machen wir hier beim Heikopf. Ist ja auch so eine Art Teardrop, ne? So, das mal zu futtern. Sehr schön. Gut, das haben wir, das haben wir. Oh ne, zwei Fässer. Oh ne, zwei Fässer verpasst. Ärgerlich. Liegt doch alles voll, ne? Aber ich weiß halt derzeit nicht wofür. Wir brauchen drei Federn. Aber damit können wir bald mal unser Floß süß machen, ne? Eine Hängematte. Auch mega cool. Teppich. Machen wir mal einen fertig, guck mal hier. Boah, hier, guck mal. Oh. Immer cute. Der ist mal mega cool. Der ist doch mal mega cool. So. Machen wir uns hier mal alles ein bisschen. Hey, na hübscher. So. Ein bisschen Farbe in unser trübes Leben bringen hier, ne? Gut, eine Uhr ist eher weniger sinnvoll. Eine Farbmühle. Entschuldigung, der kam gerade spontan. Ui. Segel wäre vielleicht mal gar nicht schlecht, ne? Brauchen wir noch ein bisschen Schrott mehr? Ich sehe aber auch keine Insel derzeit. Böhmen auch nicht mehr. Ganz schön ruhig geworden, unser Leben derzeit. Ein bisschen zu ruhig, meines Erachtens. Ich wollte gerade sagen. Tja, liebe Möwe, das tut mir leid. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid. Oder auch nicht. Eher weniger, aber hey, was soll's. Oh, ja, die Kisten werden voller. Steine hier. Dann darüber. Die Kartoffel. Und hier rauf. Gut. Dann sollten jetzt ja, glaube ich, auch erstmal keine Möwen mehr kommen. Ist das eine Insel? Nee, ne? Nee, natürlich nicht. Kein Segel, brauchen wir Schrott und Blätter. Ja. Gut. Haben wir Glück? Nicht ganz. Nicht so, wie ich es gerne hätte. Wofür ein Eimer? Was kann er damit machen? Was mache ich mit dem Eimer? Ist mal die Frage jetzt.
Damit kann ich ja. Oh, warte mal. Oh. Na, nee, da gehen wir jetzt nicht hin. Aber die hätte ich gerne. Doch so weit weg. Können wir aber nicht mal hingehen. Kommen zwar wieder vom Kurs ab, aber auch nicht so wild. Wirklich einen Kurs haben wir eh nicht. Wir müssen rumkommen, müssen wir auch, also. Wird uns schon nicht enttäuschen. Na komm. Noch ein Stück. Was war da drin? Ah, Schrott. Nee. Ja, irgendwie war die jetzt nicht so gut. Ich habe da ein bisschen mehr erwartet. Aber okay. Was mache ich denn jetzt mit dem Eimer? Das ist eine echt gute Frage. Ich wüsste nicht, was ich jetzt mit dem Eimer mache. Aber auch nicht, wofür ich einen Eimer brauche. Nahrung und Wasser, ja. Ja, weiß ich nicht. Hey, hier wäre schon mal ganz cool. Dann bräuchte man noch mal eine Insel. Ist doch alles voll derzeit. Passt alles. Ja, gut. Ich bin überfragt. Ohne neue Insel kann ich gerade einfach mal gar nichts machen. Oh ja, du wirst sterben. Dann. Plank platzieren. So. Irgendwelche Fässer in Sicht? Nö. Ah, hier brauchen wir einen Schrott. Könnten wir mal ernten. Neu, wir haben auch nur einen Samen bekommen, ne? Voll ärgerlich. Wenn ich immer einen Samen kriege, ist wirklich ärgerlich. So viele haben wir nicht. So viele haben wir dann nicht. Aber das ist ein Fass. Und hepp. Das war ein guter Wurf. Ui, perfekt. Damit haben wir auch die nächste Anbaufläche. Da können wir dann Melonen anpflanzen. Blumensamen, Samen. Melone, Melone. So. Nehmen wir gleich mal ein bisschen Wasser mit. Ja, cool. Dann haben wir ein weiteres Feld. Läuft ja gar nicht so schlecht.
Mistvieh. So ein Mistvieh. Ärgerlich. Nee, 3 hätte ich gerne drinnen. Den Rest kann man eigentlich mal zu essen verarbeiten. So langsam. Rübe hier rein, das kann hier rein. Das sind alles so Essensvorräte, die wir halt mal irgendwann gebrauchen können. Können wir ihn auch hier reinlegen. Und dann bräuchten wir eigentlich mal eine Insel. So langsam. Wäre zumindest gar nicht so verkehrt. Überall 10 Gegenstände. Mehr geht, glaube ich, auch gar nicht. Ja. Gut. Machen wir. Wir können mal hier besorgen für ein paar Möbel anziehen. Wird ja nicht klappen. Vermute ich mal so. Tag ist auch schon bald vorbei, also können wir rein hier. Uns mal hinlegen und pennen. Ist natürlich tagsüber, geht nicht. Aber bitte so lange hübsch. Und wir sind jetzt Nacht genug? Oh, warte mal. Nee, ach nee, das ist der Mond. Da hätte er benennen sollen. So. Guten Morgen. Habt ihr auch so gut geschlafen? So. Boah. Das ist ja das Lied, ne? Bäume. Ich bin echt gerade überfragt, weil ich muss echt noch so dämliche Ziegel kriegen, ne? Ach Mann. Wenigstens ein. Und ein bisschen Schrott natürlich, ist auch klar. Also ich müsste eigentlich nur mal eine neue Insel finden. Wir können ja, bis es soweit ist, also bis wir wirklich eine Insel sehen, noch mal ein bisschen angeln auf jeden Fall, damit noch ein paar Köder vorbereiten. Eine andere Möglichkeit haben wir da gar nicht. Wir brauchen dringend diese Insel, damit wir noch ein bisschen Ton zusammen kriegen. Danke. Planken. Mehr nicht. Eieiei. Oh nö. Ich finde das schon ein bisschen gruselig, diese Funksprüche, ne? Ein bisschen creepy sind die schon. Also, wo ich das erste Mal gehört habe, habe ich wirklich heftig Gänsehaut gehabt, ne? Siehst du denn jetzt mit den Flossen noch nicht so schnell genug vor dem Hai abzuhauen? Wenn da jemand was weiß, schreibt das mal in die Kommentare. Das wäre mal echt cool. Vielleicht ist ja gerade das mal die Möglichkeit, wie ich dem Hai entkommen kann. Ey. So. Das war eine nette Stunde. Auch nicht. Der will noch mehr. Dummer Hai.
Der will dringend noch mehr. Oh, ein Depp. Einmal angeln geht. Das Fass kriegen wir danach trotzdem noch. Das sollte kein Problem sein. Aber wollen wir uns mal irgendwie eine Angelplattform machen, oder? Aha, natürlich nichts Sinnvolles. Aber hier kommt ja was Sinnvolles. Sieht nach einem lecker Fässchen aus. Und nein, kein Bier. Sehr sympathisch. Sehr, sehr sympathisch. So, können wir den nicht ausschmeißen? Ja, übel. Dein Ernst. So, Haiköder. Aber der Bombarsch geht nicht. Jedes Mal das gleiche Theater hier. Eieiei. Oh, warte mal. Oh. Meinst du? Einfach mal durch das Buch geholt. Lass mal Luther King. Holt man Loot überall her, auch wenn es durchs Holz ist. Ja, die Zeit können wir wunderbar nutzen, ein bisschen Fische zu holen. Okay. Sehr schön. Heile. Dein Ernst. Also für eine Angel ist gut. So, naja. Darüber können wir nochmal reden, ne? Wir können nochmal in den. Oh, warte mal. Da sehe ich eine Insel. Aber auf die werden wir dann das nächste Mal erst gehen. Aber sie wird auf jeden Fall unsere sein. Das kann ich schon mal sagen. Hey, was? Oh, eine Glückskatze. Oh, meine Glückskatze. Ja, sie sagt Zwinke-Winke. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Lasst mir gerne mal ein Like und einen Kommentar da. Wenn es euch wirklich gefallen hat und wenn nicht, dann halt das Kommentar mit dem Warum nicht. Ich hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge dann hier wiedersehen, dass ihr euch das wieder anguckt. Und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.